War der Motor hinten drin, aber hat geknallt und wir sind so ausgerollt. Ja, einen wunderschönen guten Tag, die Herren. Wir haben heute gleich mehrere Leute am Start hier bei einem schönen, netten Gespräch, das es sicherlich werden wird, nämlich drei von vier Mitgliedern der Donuts, nämlich den Alex, den Jan Dirk und den Guido. Und dann haben wir auch noch jemanden, der auch mit den Donuts schon lange zusammenhängt, nämlich den Live-Mischer Toni Meloni. Hi, Toni. Hallo. Na, Toni. Und der ist nicht nur der Live-Mischer, der haut uns immer mal wieder tonmäßig aus dem Groben. Richtig. Also, quasi, da kommen wir dann auch noch drauf. Ne? Also, Toni, warst ja auch jetzt dann bei dem neuen Live-Album der Band maßgeblich mitbeteiligt. Und genau, das ist, glaube ich, schon so irgendwie das Stichwort. Es wird nämlich von den Donuts demnächst ein schönes Live-Album geben. Und darüber wollen wir heute unter anderem ein bisschen sprechen. Also ja, schön, dass ihr da seid nochmal. Und wenn man so ein Live-Album dann mal vor sich hat, dann denke ich, ist das auch so ein Punkt zusammen damit, dass ihr ja auch letztes Jahr euer 25-jähriges Jubiläum hattet, wo man dann auch so ein bisschen zurückdenkt, was denn so live bisher eigentlich in diesen vielen, vielen Jahren so passiert ist und was dann vielleicht auch mal so die Anfänge gewesen sind, als man sich als junge, sehr junge Band die ersten Male getroffen hat. Die romantischen Vorstellungen sind dann irgendwie so ein alter, abgefuckter VW-Bus oder so. Wie war das denn dann bei euch? Volltreffer, genau das. Genau. Ja, oder? Naja. Ja, erstmal waren es vollgestopfte Pkw, die wir irgendwie, wo wir Kolonne zu irgendwelchen Konzerten gefahren sind. Und dann haben wir uns irgendwann wirklich so einen alten T1 VW-Bus gekauft, der auch dann bis unter das Dach vollgestopft war mit Equipment und wir eigentlich nur noch hinten da so, weißt du, mit den Füßen hoch so auf den ganzen Sachen gesessen haben und gepackt. Also sicher war da nichts, aber egal. Und dann sind wir so, ich glaube, mit dem Ding sind wir so anderthalb, zwei Jahre durch die Gegend gefahren, bis euch das irgendwie auf dem Weg zum Proberaum irgendwie unterm Arsch explodiert ist, ne, ja. Die Karre. War der Motor hinten drin, aber hat geknallt und wir sind so ausgerollt und hinten war überall so heiß, ist irgendwie was jetzt kühler Wasser, also irgendwie war alles voller heißes Wasser, aber zum Glück ist passiert. Aber das ist eigentlich für so einen Bandbus der absolut coole Rock'n'Roll-Abgang, oder? Ja, aber wenn dann so, das ist richtig, genau, ja. Wir haben auf jeden Fall wenn ihr dann unterwegs gewesen seid, war das dann so schon gleich deutschlandweit oder mitteleuropaweit oder hat das dann erstmal angefangen mit Jutzen in der Nähe oder eigentlich letzteres. Also erstmal so, wir haben erstmal gefühlt 60 Mal in Ibbenbüren gespielt, also waren kein 60 Mal, aber gefühlt. Und dann haben wir gedacht, ey, mal so eine Stadt oder ein Dorf weiter, wäre ja auch mal ganz geil. Und dann von da ging es dann immer weiter, der Kreis wurde größer. Und dann irgendwann hast du auch mal in München gespielt und bist dann für vier zahlende Gäste dann nach München gebrettert mit dem Bulli und so Geschichten. Natürlich alles für Spritkosten und Bier, oder? Ja, ja, genau. Und Schlafsack auf dem Boden, der Klassiker. Das war geil, war super. Okay, also so richtig die Schule, durch die man wahrscheinlich als Band zuerst mal durch muss. Und dann hat sich das wahrscheinlich irgendwie rumgesprochen, dass es irgendwie schon sich lohnt, bei euch irgendwie mal auf den Gig zu gehen. Und dann kam das durch Mundpropaganda oder ist es dann größer geworden, indem ihr dann auch mit Booking-Agenturen gearbeitet habt oder so eine Mischung? Wie war das denn dann? Ich glaube beides. Also ich weiß, so die erste so richtig geplante, größere, reguläre Tour haben wir, glaube ich, zu Pocket Rock gemacht damals. Das war 2001. Und stimmt gar nicht. Wir haben ja auch die Tour 99 mit dem Beatsteak-Song gemacht. Das war auch das erste größere Ding, was wir so gemacht haben, wo wir halt so jeden Abend getauscht haben, wer Headliner war. Da kam es aber auch vor. Da waren wir zum Beispiel in Mailand und da waren fünf zahlende Gäste. Das war halt auch echt heftig. Aber da waren auch ziemlich geile Konzerte, vier auch ausverkauft und so dabei. Und das war so das erste Mal so eine richtige Tour, die sich wie eine Tour angefühlt hat. Vor allen Dingen sind Eike und ich aber beim Schwarzfahren erwischt worden in Mailand. Wir verstehen gar nicht, was ihr wollt. Was? Ticket? Keine Ahnung, verstehen wir nicht. Deutschland, verstehen wir nicht. Und dann waren die, was schon natürlich darauf eingestellt hatten, in jeder Sprache schon die Zettel dabei, was wir jetzt zu bezahlen und zu machen hatten. So eine Scheiße.
Da kommt man nicht rum, ne? Nee. Keine Gage, aber dann schwarz zahlen müssen. Ne, genau. Aber die wirklich, also wirklich, wisst ihr es noch, dass es eine mega, mega geile Pizza gegenüber gab? Wisst ihr es noch? Ja. Boah. Das war super. Was Highlight von dem Tag? Ich hab Hunger. Dann lohnt sich das ja auch wieder. Ja. Nee, aber das stimmt schon so ganz wenn, am Anfang. Wenn ich jetzt gerade Mailand, so, das ist ja dann schon so irgendwie das Stichwort, weil das bedeutet ja, es ging dann auch Richtung Ausland. Mhm. Was waren denn dann so neben Italien die ersten Auslandsstationen? Und wenn man dann tatsächlich im Ausland auf Tour ist, dann gibt es wahrscheinlich auch teilweise Situationen, die ein bisschen anders sind als die, die man bisher so kennengelernt hat. Und gibt es dann irgendwie auch Stellen, wo man dann irgendwie besonders improvisieren muss und so? Ja, also da erinnere ich mich an eine Tour, das war dann schon ein bisschen später. Die haben wir dann durch so Osteuropa gemacht. Und da waren wir zum Beispiel in Lettland und da war es so wahnsinnig kalt, dass ab 18 Uhr sind wir mit so einem Sprinter gefahren. In dem Sprinter alle Winterklamotten an, obwohl die Heizung an war, aber es war so kalt, dass ab 18 Uhr die Scheiben von innen gefroren sind. So. Und dann sind wir in einem Club angekommen, haben die Verstärker ausgepackt und hinten in den Röhren waren so Eiskristalle dran. Dann mussten wir erstmal 2 Stunden die wieder trocken föhnen. Oh. Und das war so schweinekalt. Das war so kalt, dass da auf den Parkplätzen überall die Leute einfach nachts ihre Autos angelassen haben. Die standen da, waren halt an. Und also war keiner drin, aber die haben die dann einfach, weil die sonst nie mehr angegangen wären. Die kennen das wahrscheinlich auch gar nicht anders, oder? Das war so, bist du rausgegangen in die Luft und dann deine Augen sind so komisch, so ein bisschen gefroren fast. Also ein total komisches Gefühl. Wie ein weißer Wanderer. Und in puncto Improvisieren muss ich auch gleich natürlich an die USA-Tour 2013 denken, wo vor allen Dingen Toni auch immer viel improvisieren musste, weil wir da tatsächlich neben kleinen eigenen Shows auch eine große Tour mitfahren durften mit der Band Flogging Molly. Und wie viel Zeit hatten wir nochmal immer so zum Aufbauen und Soundchecken? Gefühlt 3 Minuten sozusagen, ne? Zwischen wir können auf der Bühne und wir müssen fertig sein. Und da hatten wir nämlich auch nicht unser eigenes Equipment mit, kannst ja gar nicht alles mitnehmen im Flieger. Da war also echt an allen Stellen technischerseits totale Improvisation angesagt. Also muss Toni mal sagen, wie er das überhaupt gemacht hat. Ich weiß es nicht. Wir haben tatsächlich aber immer Lob für den Sound gekriegt, immer jeden Abend. Ja, als erstes kamen ja die Gitarren schon mal gar nicht. Stimmt, ja, stimmt. Da hat uns ja dann noch Brad, unser damaliger Tourmanager, ausgeholfen mit Gitarren von seiner Band. Ingein. Ja. Oder war das doch da? Ja, Ingein, das damals. War wirklich so. Wir haben erst keine Gitarren gehabt, das stimmt. Ja, und das war halt immer Gebastle. Also wir hatten da schon, was hat man da mit? Ein paar Amps also, irgendwo ausgeliehen? Ich hatte tatsächlich einen Camper doch damals zuerst gekriegt schon, damit man quasi reisen kann damit. Genau. Erst, und so ein erste Mal Camper. Mit Endstufe, glaube ich, auch, ne? Also kann das war sein, wirklich, jeder halt ein Jugendzentrum-Equipment. Richtig geil und das klang gut. Hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, auf dem Boden der Tatsachen zu arbeiten. Und dann aber immer in so 2.000, 3.000, 4.000er Clubs, ne? Das muss man... Ja, genau. Mhm. Aber man muss auch sagen, wir hatten auch eine sehr, sehr nette Hauptband, die uns da auch eingeladen hat und auch sehr gastfreundschaftlich empfangen hat und mit Rat und Tat auch immer zur Seite stand. Flogging Molly. Genau. Mhm. Ja, es war auch, glaube ich, so, dass, ich weiß gar nicht, wie haben wir das denn gemacht, also Toni musste ja nicht nur FOH machen, sondern auch noch den Monitormann, den häuslichen jeweils immer Bescheid sagen, was wir so brauchen. Also und das alles in wirklich einem Zeitfenster von 5 bis 10 Minuten. Und ich glaube, bei anderen Shows habe ich ja Monitor auch immer mitgemacht. Also so im Trio genau. Und in diesen besagten Catering-Clubs. Catering aufgeräumt, alles. Ja, klar, nicht aufgeräumt, auch gekocht vorher. Extra um 7 Uhr aufgestanden. Licht, genau. Also Fulltime-Job, Mädchen, Mann für alles. Wir waren ja nur als ich war mit und unser Lichtmann war damals auch noch mit. Was hatten wir denn überhaupt mitgebracht aus Deutschland? Wir hatten wirklich keine Gitarren, keinen Verstärker. Hatten wir Kabel dabei? Ja. Aber wir waren auch noch shoppen im Gitarrencenter da irgendwie, ne? Genau, das war ja sehr eindrucksvolles Erlebnis auch in diesem Gitarrencenter in L.A. Auch die ja sogar einen Gitarren-Homidor hatten. Wo so ab $10.000 losging mit Gitarren.
aber da quasi uns das Nötigste zusammengekauft. Also halt wirklich, wie es in den Anfangszeiten einer Band auch ist, dass man da mal in den Musikladen geht, jeder kauft sich 3 Plex, ein Kabel und man denkt, das läuft, aber es lief. Ja, und nicht die Kabel, die ihr sonst normalerweise oder die du normalerweise hättest. Ich habe natürlich nur Cordia-Kabel gekauft. Ja, ja, eben. you don't have Cordia. Wie du gute Kabel hattest. Genau, dann haben die ja bei euch angerufen und gesagt, ihr braucht Cordia in Amerika. Ja, genau. Tja, dann dauern so Typen an. Ja, Toni, generell, seit wann bist du denn jetzt mit den Donuts zusammen? Wann hat denn das angefangen bei dir? Zusammen mit der Band? Vorneweg, ich dachte nach der ersten Show auch nicht, dass ich das weitermache. Ich habe bei meiner allerersten Show die PA für 2 Sekunden ausgeschalten, was für mich irgendwie 2 Stunden waren. Und mein Mentor Georg stand auch hinter mir und hat nur so reagiert. Ich gehe dann wohl besser. Der mich auch unter anderem so ein bisschen zu Donuts gebracht hat. Also ich habe da angefangen. Wann habe ich da angefangen bei euch? Gute Frage, sag du uns. Vor 10 Jahren als Ersatzmann und seit 6 Jahren oder 7 Jahren bin ich da eigentlich immer am Start. Genau. Und das gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Oh, und da sind dann auch vollkommen unterschiedlich. Das sind dann Festivalbühnen, das sind Hallen, was auch immer da gerade kommt, da bist du mit dabei. Genau, das ist ja auch so, das ist ja das Schöne bei dieser Band, das ist ja, man ist ja immer, man wird ja immer mit Überraschungen versorgt. Das sind immer sehr spannende Sachen, ne? Auch wenn es jetzt nur so eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne Veranstaltung in, wie hieß das, Hamel? Jammel. Ja, Jammel. Ja, irgendwas mit Ammel. wenn man da irgendwie so mit einem Truck in der Nacht- und Nebelaktion zur Veranstaltungsort geschattelt wird oder eben diese Amerika-Geschichte oder als wir da auch auf dem Dampfer waren, passiert immer was Neues. Also es ging keine 2 Jahre vorbei, dass nicht irgendwie was Neues, was man noch nicht gemacht hat, dabei war. Stimmt. Macht immer Spaß. Also lauter interessante Begebenheiten, interessante Herausforderungen, die dann interessanterweise auf welche Art auch immer dann gelöst wurden. Und das alles ist dann wahrscheinlich, würde ich mir jetzt dann so vorstellen, auch dann immer wieder mal mitgeschnitten worden und daraus ist ein Live-Album entstanden. Oder ist dieses geplante Live-Album jetzt sozusagen das Begleiten von aktuellen Konzerten oder wurde ein konkretes Konzert aufgenommen? Was hat es damit denn dann auf sich? Ja, tatsächlich sind das jetzt, was da drauf sein wird, sind Mitschnitte von unseren Geburtstagskonzerten vom letzten Jahr, als die Band schon 25 Jahre alt geworden ist. Man kann es selber kaum glauben, weil einem das doch irgendwie immer kurz vorkommt. Und sind aber doch, dann ist dann doch schon ein Vierteljahrhundert. Und da hatten wir eben eine Tour im letzten Jahr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Wiesbaden und am Ende ein eigenes Open Air in Büren, was wir auch so ganz kurzfristig und unbedacht aus dem Boden gestampft haben, was aber auch dann ganz toll geworden ist zum Glück. Da hat Toni jeweils, oder in Büren Robin, ein Kumpel von uns, der Toni ja vertreten hat, die haben da jeweils auf Aufnahme gedrückt. Wir haben uns das in diesem Corona-Jahr irgendwann nochmal angehört und gedacht, das müssen wir eigentlich irgendwie rausbringen. Wir haben noch nie ein offizielles Live-Album in all der Zeit gehabt, obwohl Live-Spielen eigentlich so das ist, worum es bei der Band geht. Und jetzt eben gerade in diesem Jahr, wo Konzerte einfach total fehlen, hat uns selber, ich weiß gar nicht, ob man das dann so sagen darf, dass einem selber die eigenen Live-Mitschnitte geflasht haben, aber so war es irgendwie, haben wir gedacht, das muss irgendwie raus und dann haben Toni und Jan Dirk sich hingesetzt und alles durchgehört, dann zusammengestellt, welche Songs nimmt man von welchem Konzert. Und. Und im Endeffekt wird es jetzt halt ein Doppelalbum mit, ich weiß gar nicht, über 20 Songs auf jeden Fall aus all den Städten. Viel Publikum dabei, auch mal ein paar durchaus schiefe Töne und irgendwie
ja, also ist nicht alles glatt, aber so ist es halt einfach, genau. Also ein sehr, sehr ehrliches Live-Album auf jeden Fall. Ja, ja, muss ja authentisch sein, das bringt ja sonst nichts. Genau. Aber das macht ja, also ne, man soll ja im Konzertfeeling sein und da passieren Fehler und die gehören dazu. Ja, schön, dass man sich mit dem Wort ehrlich das schön redet. Ja. Eigentlich eine ehrliche Frechheit. Naja, vor allem, es ist ja, ne, man traut sich ja heutzutage bei den Konzerten fast nicht mehr so richtig ehrlich sein. Es wird ja so viel geschummelt, das ist ja schon langweilig. Und das ist doch schön, wenn mal, ich freue mich mittlerweile, wenn Fehler passieren. Ja. Wenn man einfach mal die Stinkefüße auspackt. Genau. Das ist uns ja auch im Mix, finde ich, total wichtig, Toni, dass wir gesagt haben, okay, aber eigentlich haben wir, glaube ich, auch noch nie ein Live-Album rausgebracht, weil wir immer denken, so, ja, wenn du live willst, musst du halt auch ein Konzert gehen. So, das ist schwierig. Genau. Wir haben ja, ist ja nicht ganz richtig, wir haben ja nach der Amerika-Tour so eine Geschichte, also das war ja noch, da wurde ja auch nichts nachbearbeitet, das war ja dann so, wie es war, ne? Diese Pultmitschnitte, die wir da... Ach so, genau, es gab mal ein Live-CD als Beileger von einem Album von uns 2015, da war also die USA-Tour. Das war ja kein Album mehr. Genau, aber was Jan Dekra sagt, das stimmt natürlich auch. Also wir haben das unter anderem nie gemacht, weil wir dachten, wo ist nochmal der Sinn, eine Aufnahme von einem Live-Konzert zu veröffentlichen, wenn es doch eigentlich darum geht, selber zu einem Live-Konzert zu gehen. So, und das ist natürlich jetzt einfach nicht möglich. Und deswegen, also ich persönlich finde, dass das ist dann eigentlich so irgendwie die perfekte Konsequenz aus der ganzen Sache, wenn man weiß, man hat jetzt viele geile Konzerte gespielt und dann hat man auch, man wusste dann auch am Ende von den letzten Konzerten so, das wird jetzt erstmal so dann allmählich das letzte Konzert vor einer größeren Pause und so und dann will man eine Pause machen und dann überlegt man sich nach der Pause, fängt man dann vielleicht wieder an und dann kommt plötzlich was ganz was anderes, was keine Sau auf dieser Welt erwartet hat und dann denkt man sich, ja, keine Live-Konzerte, kein Publikum, das jetzt gerne, das zwar gerne gehen würde, aber nicht darf und nicht kann. Und dann ist es ja eigentlich vollkommen geil, wenn dann plötzlich man sagt, jetzt präsentieren wir unseren Freunden, unseren Fans da was. So. Ja, das hat eigentlich perfekt gepasst, so, muss man echt sagen. Ja. Und generell so, Toni, Jan Dirk, wie ist denn das dann so jetzt, wenn man ein Live-Album produziert, Schnitt, Mastering etc., was da alles dazugehört. Unterscheidet sich das ganz massiv von einem Studioalbum oder was sind da Ähnlichkeiten, was sind da Unterschiede, was sind da Herausforderungen, die man vielleicht sonst nicht hat oder was ist vielleicht auch einfacher? Also in dem Fall war das jetzt ja sogar das Ding, dass es nicht einfach ein Konzert war, dass wir dann hätten mischen wollen, sondern wir sind ja wirklich von 5 Konzerten ausgegangen und da war es schwierig natürlich zu gucken, welchen Song nimmt man von welchem Konzert und dann natürlich, dass wir versucht haben, dass es trotzdem nicht komplett auseinanderfliegt, das Album, also dass wir es schon auch soundmäßig ein bisschen angleichen, dass man sich wohlfühlt, das Album durchzuhören, obwohl es aus verschiedenen Orten kommt, also jede Halle klingt anders, in Bühnen ist in Open Air, klingt völlig anders. Aber genau, wir haben versucht, das irgendwie da eine gute Mischung zu kriegen. Ich glaube, es hat gut funktioniert. Aber es war super viel Aufwand natürlich, weil man nicht einfach ein Konzert, also keine Ahnung, 120 Minuten Material vor sich hat und das versucht man in Reinschrift zu bringen, sondern wir mussten halt schon auswählen und gucken und da hat der Vorgang schon ein bisschen länger gedauert. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und das war aber schon auch schon viel, viel Arbeit. Also das weiß ich ja vor allem. Ja. Ja, vor allem, man muss ja die Übergänge, man muss sich ja vorstellen, da sind verschiedene Hallen, verschiedenes Publikum und es soll aber trotzdem wie eine Show klingen. Und das war halt so die Hauptherausforderung, dass man sagt, zwischen, und die Songs sind ja nicht so, dass eine Show komplett abläuft, sondern die Setliste ist bunt gemischt und das als zueinander, voreinander zu kriegen, das war schon sehr spannend. Aber es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Wie sind das eigentlich so generell? Ist es oft so, dass dann der FOH-Mann, der die Konzerte dann schon vor Ort abgenommen hat, dann auch häufiger mal bei der Produktion von Live-Alben dann auch mit im Studio am Start? Oder ist es dadurch, dass du jetzt ja, Toni, sozusagen in Personalunion beides bist,
vielleicht eine Luxussituation, die sonst vielleicht eher weniger Künstler haben. Ja, also für uns ist das natürlich Gold wert, weil Toni genau weiß, wo passiert was, in welchem Song. Der macht das jeden Abend seit 7 Jahren irgendwie durch. Und da ist die Situation für uns natürlich perfekt. Also da kann man sich total darauf verlassen. Ich meine, wir haben ja auch vor ein paar Jahren mal eine DVD schon mal gehabt. Da hat Toni halt auch den Sound gemacht und weiß halt genau, wo es worauf ankommt. Und das ist schon Glück, weil sonst würdest du die Spuren natürlich an jemand Drittes geben, der sich da mitunter erstmal richtig reinfuchsen muss. So. Und Toni kann sich das schon mal sparen, weil er das alles aus dem FF kennt. So. Da sind ja auch diese Momente, die Mitsingen-Parts, Animationsparts fürs Publikum und wo macht man was, wo setzt man mal ein Delay, ein Hall und so Kleinigkeiten. Das ist ja in 5, 6, 7 Jahren durch Gefühle eigentlich entstanden. Ne? Man hört sich natürlich schon auch die Platte an und versucht das auch irgendwie auf die Bühne zu bringen. Und mir ist es ja sehr wichtig, dass es nicht klingt identisch wie auf der Platte, aber dass der Charme aus der Platte da ist und dass man aber trotzdem Live-Konzert draus macht, dass das zusammenpasst. Und dann gibt es ja wahrscheinlich auch so Aha-Erlebnisse, dass man sagt, oh, war geil, genau, das haben wir ja auch aufgenommen. Das war eine Hammer-Situation mit dem Publikum zusammen. Was für eine Wahnsinnsatmosphäre und so. Und das ist jetzt genau das, was wir jetzt da unbedingt nehmen müssen, oder? Auf jeden Fall. Genau, ein paar Sachen haben sich von selber schon erledigt sozusagen. Da war klar, okay, das müssen wir aus Berlin nehmen, das war super und so. Also wir hatten ja auch Gäste am Start, die auch super gewesen, die wir dann drauf gepackt haben. Also Bomb spielt Schlagzeug bei einem Song, Sammy von den Broilers singt einen Song in Düsseldorf. In Berlin waren Jan von Turbostadt und 2 von den Antilopen mit am Start. Also die Songs waren dann sozusagen aus den Orten gesetzt, weil das mussten wir dann ja irgendwie draufpacken. Das ist ja schon geil. Und da haben wir dann auch ein bisschen drauf geschissen, dass zum Beispiel die Performance bei dem einen oder anderen Song dann nicht so geil war. Aber scheiß drauf, es ist halt was Besonderes und deswegen kommt es drauf. So. Und das finde ich auch wichtig. Gerade, also wo wir eben beim Thema auch waren, ich finde, so eine Live-Platte muss halt dann irgendwie auch klingen wie eine Live-Platte. Da fände ich es irritierend, wenn man zum Beispiel, ich glaube, diese, wie heißt die nochmal, Bullet in the Bible von Green Day oder sowas, die, finde ich, klingt so perfekt, fast wie ein Studioalbum, dass mich das schon fast gar nicht so richtig reizt. Also ist toll, wenn man das kann, aber ich denke dann so, theoretisch höre ich gerade einfach ein Album mit Rauschikum rauschen. Ja. Ich finde, das ist auch schon irgendwie durch die komplette Musikgeschichte, seit das irgendwie, keine Ahnung, Ende der 60er, Anfang der 70er irgendwie Live-Alben gibt, wo man nicht irgendwie nur wie bei den Beatles außer Gekreische nichts hört. Da finde ich, da gibt es immer wieder mal dann irgendwie gerade so Prog-Rock-Platten, alte oder so, wo sich dann das Live-Konzert 1:1 so anhört für die Platte, dann denkst du dir, muss ich mir doch nicht zweimal kaufen. Genau, ist eine rauschigere Version der Platte. Ich finde das aber generell eine geile Idee, aber als Band einfach die Platte normal rauszubringen, nur mit Publikumsrauschen drunter. Und dann sagen wir es Live-Album. Haben das nicht mal Metallica gemacht? Die haben doch mal 2 angebliche Live-Songs als B-Seiten gehabt und das waren Demos, wo die einfach Publikum drunter gemischt haben, ganz früher, super in den 80ern. Idee. Sau geil. Wir haben immer gute Ideen, wir haben super Ideen, immer alles gut. Guck mal, Toni, gestern ist schon hier die Verpackung. Die Verpackung von der Box gekommen. Ist noch nichts drin, aber die Verpackung haben wir schon mal. Wir können die doch auch so verkaufen. Ist das eigentlich spiegelverkehrt oder richtig bei euch? Und bauen jetzt eure Kinder, bauen jetzt deine Kinder zusammen oder? Könnt ihr so als Bastelset verkaufen, oder? Ja. So, ich habe euch was zum Basteln mitgebracht. Auch nicht schlecht. Du musst auch alles einzeln kaufen. Ja, wie bei IKEA im Endeffekt, ne? Ja, genau so. Genau. Kommt dann Bedienungsanleitung mit dazu und so, dann passt das alles. Ja. Ja, also die Frage, wann dieses Album rauskommt, kann ich momentan nicht stellen, weil das weiß momentan natürlich keiner. Man ist natürlich jetzt momentan in einer Situation, wo nicht so wirklich sicher ist. Ach doch, oder wann das Album kommt, wissen wir schon. Am 4.12. soll das rauskommen. Aber wieso nicht am 7.? Das ist mein Geburtstag. Oh. Kann ich zweimal? Ja, also, kann dann gut im Nikolausstiefel stecken. Ja, eigentlich schon, ja. Stimmt. Hervorragend. Ja, was mich noch interessieren würde, ist,
so jetzt Guido und Alex und Jan Dirk, wenn man dann als Musiker auf einer Bühne steht und man hat man dann irgendwie, na ja gut, ich meine, ihr wusstet ja nicht, dass das mal ein Live-Album wird, aber wenn das aufgenommen wird, ist das irgendwie, hat man das dann ein anderes Gefühl bei oder wird sowieso jedes Konzert aufgenommen und dann nimmt man halt das mit oder gibt es da irgendwie Situationen, wo man dann vielleicht irgendwas im Kopf hat? Na, also, das Ding ist, wir haben zum Beispiel live immer Kameras dabei. Halt. Wir schneiden halt alles mit. Und von daher, also ich muss sagen, früher war das immer auch im Studio zum Beispiel oder auch wenn man Live-Aufnahmen hatte, dass man dann schon, oh, jetzt wird mitgeschnitten und man überlegt oder ist gehemmt oder irgendwas. Aber das legt sich irgendwann ab, ich zumindest. Also ich habe jetzt einfach nur, ist ein Konzert. Und ich finde, in erster Linie soll das Konzert so gespielt werden, dass viele Leute auf der Bühne und vor der Bühne was cool ist. Und klar, live mit Schnitt sollte auch gut werden, aber ich denke, da sollst du so gut eingespielt sein, dass das trotzdem geht, ohne dass du dir einen guten großen Kopf machen musst. Ja, wir haben das vor allem im Laufe der Jahre absolut gelernt durch all die Festivals. Jedes zweite Festival wird von irgendeinem BR, WDR aufgezeichnet. Und ich weiß noch, dass wir am Anfang so in den ersten Jahren auch relativ dann nervös waren, wenn wir wussten, das wird eine große TV-Aufzeichnung. Aber irgendwann, weil dann wirklich das wirklich fast bei jedem Festival so ist, ist es dir dann auch egal. So. Und dann haben wir natürlich auch das Glück, dass da jemand wie Toni dabei ist, der dann schon weiß, okay, die zeichnen auf, ich mache meinen Mix und gebe denen, bevor die da selber irgendwas machen. Und dann kann man sich darauf immer ganz gut verlassen. Und ich glaube, bei den Geburtstagsshows weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt wusste, dass mit aufgezeichnet wird. Das war mir gar nicht so richtig bewusst. Wird ja grundsätzlich jede Show mit aufgezeichnet, bei mir. Ja. Ob die dann auf der Festplatte bleibt oder nicht. Aber es hat natürlich auch schon, ne, es gab auch Momente, wo zum Beispiel der Song Scheißegal auf während einer Show entstanden ist. So hat man das dann auch gleich festgehalten. Stimmt. Oder, also es muss nur irgendwas Lustiges gesagt worden sein und man erinnert sich nicht genau dran. Man kann halt, es ist ganz gut, wenn man es hat. Ja, nee, es stimmt, es ist richtig. Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Doch, es ist immer gut, also wenn du sagst, du nimmst einfach pauschal erstmal mal auf, ist echt gar nicht verkehrt. Ja, und vor allem auch aus technischer Sicht, wenn Fehler passieren, kann ich natürlich auch zum gewissen Teil nachvollziehen, wo der Fehler herkam, ne? Von welchem Instrument oder lag's an mir, lag's wieder mal an der Band. Dann hörst du dir dann das, was du aufgenommen hast, dann auch nach der Tour oder so mal an oder ist es meistens, könnte mir vorstellen, du hast dann gleich wieder so viele Projekte gehabt, dass dann vielleicht auch öfter beim guten Willen geblieben ist oder wie ist das? Also, machst du das, um auch aus bestimmten Situationen dann zu lernen, wie du gerade gesagt hast, oder wie ist da deine Herangehensweise? Also wie gesagt, wenn Fehler passieren, Funkausfälle oder sonst was, kann ich kurz reinhören und weiß sofort, okay, das war eher ein Funkausfall oder da ist die Gitarre ausgefallen, kann ich das Ganze so ein bisschen einschränken. Das ist so mal der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist aber natürlich, dass es schon des Öfteren passiert, dass irgendwelche tollen Sachen passieren, deswegen ja auch zusätzlich noch die Kamera, da kann man sich notfalls auch irgendwie schnell ein Video zusammenzimmern. Wenn irgendwas Geiles passiert, dann hat man es einfach. Also egal was, wenn irgendeine Nummer auf eine spezielle Art und Weise gespielt wird, keine Ahnung, auf einer Theke oder im See oder was weiß ich. Ja. Genau, wir haben ja auch eine Zeit lang, oder immer, wenn eine neue Tour ansteht, dann geht es ja auch um Soundsetting oder auch Lichtsetting und da habe ich halt auch, dann habe ich immer eine Kamera am FOH stehen, film die Shows mit und bespreche die dann einen Tag später mit unserem Lichtmann, damit man sich da ein bisschen abstimmen kann. Und das ist soundmäßig auch, aber da ist Toni eigentlich eine Bank, da muss man irgendwie nichts sagen. Das steht immer schon vorher, aber es ist immer gut, das zu haben. Und hin und wieder schickt mir Toni dann das Zeug und sagt, hier, hör mal rein, ist das so okay? Und dann hat man immer was, worüber man reden kann. Also es ist immer gut, nochmal so eine Selbstreferenz zu haben und zu gucken. Genau, schickst du mir meine Sachen und fragst mich, ob das okay ist? Ja, genau, ja. Absolut nicht okay. Wie soll ich denn das jetzt verstehen? Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich sehe jetzt gerade so an der Uhr, wir haben jetzt noch eine verbleibende Meetingzeit von 6,5 Minuten. Ich denke, das passt so auch vielleicht ganz gut.
jetzt in Corona-Zeiten, wir haben ja schon drüber geredet, alles ist anders. Keiner weiß, wann es mal wieder auf eine Bühne geht. Jeder versucht, sich irgendwie als Künstler über Wasser zu halten. Darüber wurden schon viele Worte verloren. Und die Situation ist natürlich schwierig. Nichtsdestotrotz, was macht ihr jetzt aus der Situation? Ihr habt euch jetzt, glaube ich, kürzlich nach einiger Zeit mal wieder im Proberaum getroffen als Band. Wie sind da jetzt so eure, mal jetzt dieses Wirrwarr, von dem keiner weiß, wie es das werden wird, aber wie sind denn so jetzt momentan eure musikalischen Pläne und trefft ihr euch jetzt regelmäßig? Wie sieht das jetzt bei euch aus so? Und grundsätzlich gerade finde ich, was man gut mitnehmen kann, da man einen gewissen, man hat keinen Zeitdruck, weil man nicht weiß, wann ist was, dass man einfach über längere Zeit am nächsten Album feilt und wirklich da mit Zeit und Ruhe rangehen kannst. Das ist auf jeden Fall was irgendwie Positives daran. Nee, ansonsten kann man ja einfach gar nicht so richtig Pläne machen. Ich glaube, wenn man die machen würde, wäre man dann vielleicht dann doch wieder irgendwie enttäuscht, wenn man sich auf irgendwas einschießt, was dann doch nicht so kommt. Und wie Guido sagt, also man kann jetzt wirklich einfach so, dass denn finanziell irgendwie sich ausgeht, an dem, was dann ein nächstes Album werden soll, in Ruhe arbeiten und wirklich gucken, was kommt einem da an Ideen, was packt man wie zusammen, kann viel mehr entspannt oder zeitlich entspannt rumforschen, als das normalerweise vielleicht so wäre, wenn man ganz festen Plan schon wieder hätte, dann kommt eine Tour und lalala, das gibt es jetzt halt alles nicht. Und so schlimm wie es ist, so besonders ist es halt auch gerade. Und ja, ich glaube, das Einzige, was ich eben meinte, ist, dass das vielleicht irgendwie, da denke ich auch an viele andere Künstler, Bands und auch die Crews hier zugehören und, dass ich hoffe, dass da möglichst wenige Leute untergehen. Also, weil das schon nicht zu vernachlässigen. Ja, deswegen haben wir ja auch diese Aktion gestartet, dass wir jetzt zum Live-Album auch zum Beispiel ein Crew-Supporter-T-Shirt rausgebracht haben. Ja, genau. Die Kohle kommt dann in die Crew, geht, was total gut funktioniert hat und wo ich echt mich freue, dass wir so geile Fans haben. Es gab halt auch einen Tipping-Button, also dass man die Crew, der Crew Trinkgeld da lassen. Genau, ja. Super gut funktioniert. Also die haben wirklich, also die Leute verstehen, glaube ich, schon die Situation. Ja. Und das, ja, genau, das ist natürlich ein heikles Thema gerade. Also wie kriegt man, ich meine, wir hatten ja Glück im Unglück, wir haben dieses Jahr ja nicht mal, also wir haben ja letztes Jahr beschlossen, zum ersten Mal seit 25 Jahren ein Jahr nicht zu spielen. Mindestens ein Jahr war erstmal so die Vorgabe. Somit hatten wir dieses Jahr keinen Stress. Also wir mussten nicht irgendwie Tickets rückfordern oder ne, also Ticketrückgabe oder halt einer Crew sagen, nee Leute, findet doch nicht statt und so. Das war natürlich bei uns jetzt so Glück im Unglück. Und wir können uns jetzt in Ruhe in diesem Jahr auf die nächsten Jahre vorbereiten. Aber wie du gesagt hast, worauf vorbereiten, das weiß halt keiner. So, das ist die schwierige Situation. Ja. Bis auf hoffentlich dann auch mal ein neues Studioalbum, wo ihr jetzt dann, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach, das ist, glaube ich, als Musiker auch normal, ihr macht euch einen Kopf, kommt irgendwie auch neue Ideen, es entwickeln sich irgendwie neue Sachen, was dann vielleicht mal irgendwann von den Fans als Song dann zu hören sein kann. Ja, da muss man tatsächlich auch nochmal sagen, auch jetzt gar nicht jetzt, weil wir jetzt gerade hier sprechen oder als Werbung oder so, das ist halt total geil, jetzt meinetwegen mit dir der Kontakt, weil du, da wo jetzt hier an Dirk und Guido gerade sitzen in unserem Studio, zum Beispiel mit den Cordial-Sachen, uns natürlich da auch total unterstützt hast, dass du gesagt hast, ey, was braucht ihr, um vernünftig arbeiten zu können? Ich mache euch ein Paket fertig und der ehrlich, das ist wirklich direkter Support, der uns beim Entstehen lassen des Albums und von Songs einfach direkt total hilft, dass wir da irgendwie Hardware- und Equipment-mäßig da von euch so ein Überraschungspaket kriegen, einfach mal so. Ja, super. Ja, Logo. Ja, nee, danke, aber ich, das ist tatsächlich irgendwie auch, ich weiß nicht, es ist irgendwie auch so ein Ding bei uns, dass wir die Leute, die mit denen wir uns so Glück haben, zusammenarbeiten zu dürfen, die sehen wir halt auch irgendwie so ein bisschen als Teil von irgendwas. Und da finde ich, ist es auch total wichtig, dass man dann versucht, da irgendwie so ein bisschen so auf dieses Prinzip, die eine Hand wäscht die andere. Und wenn man dann was braucht, dann hilft man sich halt irgendwie. Ja, also, ja, cool, super.
finde ich, ist einfach, ist vielleicht auch irgendwie so ein Teil der Philosophie, aber darauf will ich gar nicht so groß eingehen. Das hört sich dann wieder so marketingmäßig an. Nee, aber irgendwie ist es wirklich so. Also, nee, deswegen, aber es freut uns, wenn wir das hören, dass dann wirklich eben die Leute damit was, ihr jetzt speziell wirklich damit was anfangen könnt, dass ihr euch freut. Da tut man halt dann irgendwie so ein bisschen, was man kann. Ja, cool. Ich glaube, gleich brechen wir ab hier übrigens. Ich glaube, gleich macht es hier Puff und wir sind weg. Ja, eine Minute haben wir jetzt noch. Okay. Vielleicht ist das auch so irgendwie ein ganz gutes Stichwort, weil also wir sind dann irgendwie so, ja, wir haben euch als Band irgendwie mit dabei. Wir freuen uns, dass ihr Cordial mit dabei habt. Toni genauso schon jetzt über Jahre hinweg eine schöne Zusammenarbeit und irgendwann wird diese Zeit auch mal wieder vorbei sein, hoffentlich, toi toi toi, und dann passieren wieder neue Sachen. Ne? Ja, und wenn cool. Wenn es noch ein bisschen dauert, dann werden auch irgendwelche neuen Sachen passieren und ich finde, das ist schön. Ja, ja. Super, vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch und mal gucken, wie es weitergeht. Ja, ja, richtig, ganz genau. Dank zurück auf jeden Fall und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für das Interview. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, du hast das auch super, super gemacht, muss ich sagen. Das hat echt Bock gemacht. Das können wir jetzt täglich machen. Ja. Tja, ja, man lernt vielleicht so ein bisschen mit der Zeit so. Aber mir macht es auch Spaß und mir macht es vor allem auch Spaß, immer wieder auch mit euch in Kontakt zu sein, schöne gemeinsame Aktionen zu haben mit dir, Toni, immer wieder mal schöne gemeinsame Aktionen. Irgendwann schaffen wir es auch, dich mal wieder am Bodensee zu besuchen. Die Einladung steht ja, vielen Dank auch dafür. Und irgendwann generell, hoffentlich, werden wir uns bald mal wieder dann auch alle mal live sehen können. Ja. Super. Ja. Also. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, haltet die Ohren steif, viel Erfolg für die CD-Präsentation, da werden wir sicherlich auch nochmal uns kontakten. Und für machen wir eine schöne Aktion mit euch, das ist doch gut. Schöne Verlosung oder so. Ja, richtig, da machen wir was Schönes draus. Ja, und macht ihr auch was Schönes draus für jetzt, für eure Zukunft. Ist momentan nicht einfach, aber wir schaffen das alle zusammen. Super. Hey, genau. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.